Die Outpro-Reportage dreht sich heute um einen Skiverrückten, Christian Flür. Er ist bereits Weltrekordler im Dauerskifahren. Jetzt will er noch einen ganz besonderen Rekord, und zwar 10 Skigebiete im Allgäu bezwingen, 60 Liftanlagen an einem Tag, und wir haben ihn dabei begleitet. Und nicht nur wir. Sylvie Meyer ward auserwählt von Christian, diesen spektakulären Weltrekord auch für die Damenwelt zu erobern. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Nacht war viel zu kurz, ich will wieder ins Bett. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Zu viel Zeit und Energie haben die beiden in dieses Weltrekordprojekt investiert und Sponsoren für Skiausrüstung, Transportfahrzeug, Verpflegung und natürlich die Liftanlagen gefunden. Es ist 5.30 Uhr. Das milde Wetter der Vortage hat den Weltrekordversuch zwar behindern, aber nicht verhindern können. Zum Glück ist es nachts noch kalt genug zum Kunstschnee machen. Also es ist nicht so, dass ich glaube, dass es nicht klappen könnte. Wetter sieht ganz gut aus. Sterne sehen wir von oben, Mond kann man sehen. Ist noch relativ kalt. Ich glaube, das Auto ist wieder angefroren, damit sind die Pisten ganz gut in Ordnung. Und das wird schon werden. 6:30, gute, ja, sagen wir noch, gute Stunde haben wir noch. Müssen jetzt auch langsam den Berg hoch. Noch Zeit genug, um warm zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich fahre mich ja dann warm. Vor dem Hotel wartet bereits das Auto, das Christian und Silvi von Skigebiet zu Skigebiet bringen wird. Geplanter Startpunkt ist das Riedberger Horn, zu dieser Zeit noch versunken im Dunkel der Nacht. Christian Flür kennt diese Stimmung von seinen 9 bisherigen Weltrekorden im Marathon-Skifahren. 11 Tage nonstop stand er zuletzt Mitte Januar am Obergurgl auf Ski. Dagegen ist dieses Unternehmen ein Klacks. Einziges Problem könnte der Zeitplan werden. Immerhin muss der 34-Jährige mit seiner 19-jährigen Begleiterin 10 verschiedene Skigebiete ansteuern, die einige Kilometer voneinander entfernt liegen. Doch alles ist perfekt vorbereitet. Natürlich freue ich mich darauf, weil wer kann schon sagen, dass er an einem Tag 10 Skigebiete befahren kann. Ich kann das heute machen und sag ich mal so, dadurch, dass das normalerweise kaum möglich ist, ist das schon eine sehr, sehr schöne Sache. Und vor allen Dingen, wenn ich so nach oben gucke, es wird langsam hell, man sieht schon eine ganze Menge, es ist schön kalt, der Schnee ist noch richtig fest. Also es wird eigentlich wahrscheinlich zumindest mal bis heute Mittag ein Traum-Skitag. Und was danach ist, da werden wir sehen, wie sich das Wetter entwickelt. Wenn es wieder richtig warm wird, dann könnte es sein, dass es etwas rutschig wird. Und wenn es dann also wirklich kalt bleibt, dann wird das bestimmt ein absoluter Obertraum, weil der Schnee reicht ja hier im Allgäu noch ganz locker für solche Sachen. Die wilde Jagd durch die Allgäuer Skigebiete kann beginnen. The Race Across the Allgäu. Gleich am ersten Lift gesellt sich Ex-Weltcup-Abfahrtsast Bernie Huber hinzu und begleitet die beiden Rekordsüchtigen in der ersten halben Stunde. Als Geschäftsführer des Skigebiets Graf Gehrn hat auch er seinen Beitrag zum Rekord geleistet. Lifte kann man nicht nur einfach ein- und ausschalten, also es bedarf schon ein bisschen der Vorbereitungszeit, dass die auch dann in der Früh um 6:30 dementsprechend vorbereitet sind und laufen. Was halten Sie von seinem Weltrekordversuch? Ist das mal eine gute Idee oder eher lustig? Ja, ich finde es eher lustig, aber ich finde es auch irgendwo eine gute Idee, sagen wir mal so. Christian ist irgendwo, was Schnee und Skifahren anbelangt, ein positiv Verrückter. Und ich sage jetzt einmal, jeder hat seine Macken und er hat halt das, dass er gern Ski fährt und solche crazy Sachen probiert. Und ja, einfach gut. Im Schlepptau der Rekordjäger einige Kamerateams, die diese Weltsensation auf keinen Fall verpassen wollen. Und alle werden dann für ihr frühes Aufstehen belohnt. Hinter den Gipfeln der Allgäuer Hochalpen klettert langsam die Sonne empor. Die Pisten zeigen sich um diese Zeit noch jungfräulich. Weit und breit keine Menschen, die bei der Abfahrt in die Quere kommen. Ein seltenes Hochgefühl für alle Beteiligten. Allein für diesen Sonnenaufgang lohnt sich jeder Weltrekordversuch. Es gibt auch nirgendwo einen perfekteren Blick auf die Allgäuer Hochalpen als hier oben an der Wolkenkratzbahn. Also man sieht es nirgendwo perfekter. Und wir sind jetzt schon 20 Minuten vor der Zeit.
Nach den Liften am Riedberger Horn, Gras gern und Fischen, folgt jetzt am Söllereck ein Schmankerl, eine Rodelbahn. Vollkommen Neuland. Also ich fahre zwar unheimlich gern Achterbahn auf der Kirmes, also so Eurostar unter der Achterbahn hängen und dann finde ich richtig geil, aber da noch nie drin. Ich betrete hier Neuland, aber ich kann auch nicht alles im Allgäu bisher gemacht haben. Ist schön, ich freue mich drauf. Für sowas hast du Zeit? Oh, ich habe Angst. Ich habe nicht Zeit, ich habe regelrecht Angst jetzt. Keine Angst. Rausfalle ist unmöglich, hat bisher noch keiner geschafft. Ja, machen wir mal nicht den Teufel. Nach vorne, dass er fährt. Okay, und dann wird das so schnell. Ich habe ja Gott sei Dank eine Brille auf gegen den Fahrtwind. Genau, bei freier Bahn, Hebel immer vorne lassen, rausfahren. Wofür ist dieses Ding da in der Mitte? Ist das so der Notfall? Die Notbremse. Beifall, dass der auch was hat, was okay. Hat, hat er Angst kriegt. Also Hebel geh mal. Nach vorne. Ja, und Attacke. Attacke. Die Söllereck-Rodelbahn ist bei den frühlingshaften Temperaturen eine echte Alternative zum Skifahren. 800 Meter geht die Bahn hinunter, inklusive Sprüngen, Wellenstrecken und Kreisel. Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Nach der letzten Kurve bremst der Rodel automatisch. Ich will noch mehr. War ich jetzt mit 37 einigermaßen schnell oder war das jetzt eher langsam? Bisher. Und wie war es im Vergleich zum Skifahren? Das war geil, das war wie Kirmes, das war wie Achterbahnfahren. Nur, dass man dabei noch so dieses wunderbare Panorama hat, da hinten auf den Gründen guckt, rechts auf die zweithöchste Bergstation in Deutschland. Und jetzt geht's wieder weiter Skifahren. War mal eine tolle Abwechslung. So viel Zeit muss sein, oder? Ja, sowas muss man mitnehmen, wenn sich sowas an den Wegesland sich entgegenwirft. Da kann man gar nicht einfach Nein sagen. Also ich bin ja noch nie vorher mitgefahren, aber ich bin hier nicht zum letzten Mal gefahren. Auf den Pisten rund um das Söllereck geht es weiter. Selbst Babylifte und Laufbänder zählen bei diesem Weltrekordversuch der Extraklasse. Nächste Station die Hörnerbahn und die Pisten am Weiherkopf und Horngrat. Eine knappe Stunde karfen Christian und Silvi hier im aufgeweichten Schnee. Perfekt, wir sind jetzt gerade im vierten Skigebiet, wir sind gerade Alpinkurse am Söllereck gefahren. Jetzt folgen noch drei Skilifte hier im Skigebiet und dann sind wir auch damit fertig, dann ruft das Frühstück. Wir beide haben ja schon ein riesen Loch im Magen. Wie komme ich da jetzt am bequemsten hin, Sabrina? Egal welchen Rekordversuch okay. Christian auch anpeilt, Sponsoren und Medien sind immer dabei. Ich kann nur sagen, wo meine Medienwerte liegen, aber wenn den Partnern auf der anderen Seite das auch taugt und teilweise die Partnerschaften mittlerweile schon seit 9 Jahren laufen, dann spricht das in einer sehr kurzlebigen Branche dafür, dass das Ergebnis auch passt. Auch im Weltcup-Skigebiet Ofterschwang Gunzisried hinterlässt Christian seine Rekordspuren. Es ist früher Nachmittag, die Sonne weicht den Schnee zunehmend auf. Trotzdem keine Spur von Rekordmüdigkeit. Jeder dahergelaufene Lift muss dran glauben. Wird deutlich anstrengender, der Schnee wird schwerer. Es fährt sich wie Buttercremetorte. Ich meine, es ist eine wunderbare Geschichte, wenn man hier bei bestimmt 13, 14 Grad plus noch ins Tal runterfahren kann. Ich meine, wenn ich mich jetzt ganz genau hinter den Kameras, grasgrüne Wiesen, da kann man fast schon wieder auf der Sonnenalp Golf spielen. Und hier kann man noch perfekt Skifahren. Also was will man eigentlich mehr? Natürlich noch mal eine echte Herausforderung. Ein Babylift will bezwungen werden. Und tatsächlich, Christian schafft es. Die Spannung der Rekordjagd wird schier unerträglich. Selbst hartgesottene Zuschauer müssen sich jetzt kurz auf andere Gedanken bringen, um wieder zur Ruhe zu kommen. Nur Christian zieht sein Ding unbeirrbar durch, räumt bei seinen Abfahrten den nassen Schnee unerbittlich zur Seite. Also die Kondition ist das kleinere Problem, aber es sind schon die ein oder andere Tonne, die ich gerade schon durch die Gegend geschoben habe. Also es wird wahrscheinlich jetzt mit jeder Liftfahrt anstrengender, aber mei, das wusste ich vorher. Seit Samstag haben wir 18 Grad. Ich meine, man könnte sich auch mit dem Handtuch auf die Wiese legen. Frieren würde man sicherlich nicht. Seinen zahllosen Fans zuliebe tut er das nicht. Von Ofterschwang geht es nach Rettenberg und anschließend sogar ins benachbarte Jungholz in Österreich. Ein zweites Land, das in die Geschichtsbücher der Flürrekorde eingehen wird. Wir sind jetzt in der Tiroler Enklave im Allgäu.
Das heißt also, wir sind jetzt schon auf österreichischem Boden. Wir fahren jetzt die 8 Lifte hier in Jungholz dran. Zu unserer Überraschung dürfen wir jetzt diesen Lift auch noch benutzen, weil der sollte eigentlich schon abgebaut werden für diesen Winter. Ist sehr schön, ist eine Liftanlage mehr, macht die ganze Geschichte sehr sicher. Jetzt haben wir, jetzt müssen wir gerade überlegen, 6 Uhr bis circa 15 Uhr. Das macht 9 Stunden sind wir jetzt auf Skiern und also weitere 5 Folgen noch. Und dann haben wir es noch. Ich freue mich jetzt schon aufs Abendessen. So richtig gute Schüssel Kässpätzle. Im Gefühl des sicheren Sieges wirkt Christian fast ein wenig übermütig, denkt vielleicht schon an den nächsten Rekordversuch im Dauerrückwärtsfahren nach. I love my job. Noch ganz genau 9 Liftanlagen. Und nur mit dieser Liebe zum Job und der Leidenschaft kann ein Mensch diese Rekordstrapazen ertragen. Doch bald ist es geschafft. Jetzt geht's wieder zurück nach Deutschland, ans Unterjoch oder in die Ortschaft Unterjoch und dort an den Spießer. Das ist das vorletzte Skigebiet, 2 Liftanlagen. Und dann, wenn normalerweise die Lifte schon zu haben, dann gehen wir dann zum Ground Zero, da wo der Weltrekord dann letztendlich eingestellt wird, ans Oberjoch. Und am Grenzfies ist dann auch der alte Weltrekord wirklich egalisiert. Und wenn wir dann am Wietag, da wo schon mal Buckelpisten-Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren war, dann haben wir schon einen Lift mehr als der alte Weltrekord ist. Kraft für die letzten Rekordhürden gibt es von der Freundin, die mittlerweile am Oberjoch eingetroffen ist. Ich bin sehr gefühlt, es war ein Untergang, der Rekord liegt vor Füßen. Der Sonnenschein ist neben mir, die Sonne geht gerade wieder auf, also was soll da noch schief gehen? Am Grenzwieslift am Oberjoch ist der Betrieb eigentlich schon zu Ende. Eigens für Christian und Sivi laufen die Anlagen noch. Via Telefon hält Christian Kontakt zu den Medienvertretern. Danke, servus. Ja, das war die Allgäuer Zeitung. Die wollten sich doch auch noch informieren, was denn jetzt nun Sache ist. Und ja, 59 Liftanlagen, die 60. wartet da hinten noch auf mich. Und dann haben wir es, 8 Uhr. Unterwegs und dann werden die Urkunden überreicht. Und dann gibt es endlich was auf die Gabel und dann gibt es auch endlich eine gescheite Party. Endstation ist am 6er Sessellift zum Isela. Die Welt hat wieder einen sagenhaften Rekord mehr. Fraglich, ob ihn je ein Mensch brechen kann. Außer natürlich Christian Flür, der jetzt 10-fache Weltrekordhalter im Dauerskifahren und 60 Lifte an einem Tag Rekordler. Also es ist wunderschön. Also ich meine, es ist schwierig zu begreifen, weil ein lang gehegter Traum damit in Erfüllung gegangen ist, einen Weltrekord im Allgäu aufzustellen. Es war viel, viel härter jetzt im Endeffekt, als ich mir das gedacht habe, weil all das, was da so an der Gründen Nordseite lag, inklusive Tirol, da waren es doch schon 15 Grad plus. Und das waren dann doch schon die ein oder andere Betonladung, die ich hin und her geschoben habe. Eine fast menschenunmögliche Leistung. Doch es ist vollbracht. Na dann, bis zum nächsten Abenteuer. Wieder ein Weltrekord also für Christian Flür, ein Skiverrückter. Ihr könnt es ja auch ausprobieren, die Allgäuer Liftanlagen alle zu bezwingen, muss ja nicht an einem Tag sein. Und ihr wisst ja, Outpro, dranbleiben, denn draußen ist mehr drin.